Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Raft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir eigentlich einen ganz guten Start hingelegt. Wir haben gut was an Materialien geangelt. Wir haben unser Floß schon ordentlich vergrößert und auch gut verteidigt gegen den Hai, würde ich sagen. Ein paar Mal haben wir es nicht geschafft, aber trotzdem. So, alles in allem sieht's doch erstmal ganz gut aus. Wir müssen das Floß noch etwas vergrößern, damit wir hier unsere Umrandung hinkriegen, und dann bauen wir uns mal eine Decke. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, habe ich noch nicht gemacht. Aber auch das kriegen wir bestimmt raus. Und wieder ein schöner Sonnenuntergang, was allerdings bedeutet, dass es gleich dunkel wird. Wir müssen dann mal schauen, dass wir zeitnah eine Lampe bauen, damit wir hier in der Nacht etwas besser sehen können. Wundert euch übrigens nicht, das, was wir jetzt hier alles zum Looten haben, ist bei zum Craften natürlich, ist bei Weitem noch nicht alles. Da kommt noch viel, viel mehr hinzu. Dafür müssen wir uns nämlich einen Forschungstisch bauen, mit dem wir dann weitere Gegenstände erforschen können und damit dann mehr craften können. Okay, wir haben einen Fisch. Das gute Fass kommt direkt auf uns zu. Das ist sehr nett von dir, vielen Dank. 4 Planken Kunststoff und eine Rübe war drin. Kriegen wir das? Kriegen wir. Jetzt noch ein Fisch, das wäre ganz nett. Dann hauen wir hier einen hier drauf. Wo ist denn der zweite Fisch jetzt hin? Bin ich... Ach, hier. Wir hatten ja schon 2 einstecken. Naja, umso besser. Noch ein bisschen Loot geangelt. Wir trinken noch einen kleinen Schluck, hauen das Ding gleich wieder voll mit Salzwasser. Also dieser Reiniger, der kann eigentlich durchgehend laufen. Und dann, ein Fass, das müssen wir, Mist, wir haben kaum noch Haken. Das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass der geht. Oder? Ah, okay, der Haken verliert immer erst seine Energie, er geht immer erst ein Stück weiter kaputt, wenn wir was eingesammelt haben. Das heißt, ins Leere werfen kostet uns nichts. Das sind nochmal gute Neuigkeiten. So, den Buntbarsch hauen wir hier mit drauf. Wir trinken noch einen Schluck. Hauen den Spaß wieder hier rein. Und dann ganz schnell einen neuen Plastikhaken gebaut. Palmblätter können wir uns auf jeden Fall auch erstmal angeln. Werden wir in naher Zukunft noch genügend verbrauchen, da wir uns ja hier so schöne Wände bauen. Da können wir die doch mehr als genug gebrauchen. Okay, dann kriegen wir jetzt Kunststoff und Holz mit einmal. Alles kein Problem. Wir sind doch mittlerweile richtig gute Angler geworden. Und noch ein Fass, sehr schön. Das würde ich ganz gern zusammen mit den Palmblättern holen. Ja, dann holen wir uns noch das Kunststoff. Zusammen mit dem Holz. Und dann noch das Fass. Geh bloß weg, dummer Hai. Oh shit. Wir müssen höher werfen. Komm schon. Ach, schade. Naja, wir können es nicht ändern. Jetzt vielleicht, wir sind gerade höher als das Ding. Nee, schade. Sah ein bisschen so aus, weil wir gerade oben auf der Welle waren. Da habe ich immer das Gefühl, dass wir weiter werfen können. Können wir wahrscheinlich auch. Da kommt eine ziemlich große Insel. Vielleicht gucken wir uns die mal an. Wir haben ja jetzt schon ein paar Grundlagen soweit uns aufgebaut. Da könnte man eventuell sogar mal auf eine Insel gucken gehen. Gerade wenn es so eine große ist. Das könnte schon von Vorteil sein. Da finden wir nämlich noch eine ganze Menge. Vor allem an Samen und Früchten. Wie das so ist, Früchte hat man meistens nicht so oft auf dem Meer. Okay. Wir bauen uns schon mal so einen Wurfanker. Dass wir den hier notfalls ankern können. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht genau in diese Bucht reinkommen, weil dann kommen wir da ganz, ganz schwer wieder raus. Das ist echt ziemlich uncool. Weil paddeln gegen die Strömung, das funktioniert fast gar nicht. Also da kommst du nur einen Millimeter voran und das Paddel zerbricht aber auch nach gefühlt dreimal paddeln. Hi, wo? Ach, jetzt hat er uns schon eins geklaut hier, oder? Ich glaube, dass hier eins drin war.
Mist. Na gut. So, wir ankern. Pick up. Und werfen. Und hier haben wir eine gute Position. Da sind wir gleich hier am Rand. Da kommen wir auch ganz easy wieder weg. Sehr cool. Der Hai greift, glaube ich, zumindest nur an, wenn wir auf dem Floß sind. Ich habe es zumindest bis jetzt noch nicht mitbekommen, dass er uns attackiert hat. Oder dass er das Floß attackiert hat, als wir auf einer Insel waren. Wir müssen bloß mal schnell was essen, bevor wir erkunden gehen. Und nochmal einen Schluck getrunken. Und wieder reingeworfen. Eine Steinaxt brauchen wir ganz, ganz dringend noch, sonst bringt uns das Ganze nichts auf der Insel. Und damit können wir die Bäume fällen. Ach, und was ich auch vergessen habe zu sagen, es ist übrigens so, dass nur wir uns durchs Wasser bewegen. Ihr seht es gerade, die ganzen Items hier drin, die stehen alle still. Wenn man natürlich durchs Meer treibt, dann sieht man das nicht. Dann bewegt sich ja alles. Aber es sind tatsächlich nur wir. Nur zum Verständnis. Also man kann überall wieder hinpaddeln, wenn man mal an etwas vorbeigeschwommen ist. Es treibt hier nichts weg oder so. Es bleibt alles da, wo es ist. Denn das ist mein Haushalt. Es bleibt so, wie es ist. Drei Melonen sind schon mal ziemlich geil. Die machen nämlich Essen und Trinken wieder gut. Ich hätte ganz gerne etwas Tageslicht. Und hier haben wir Kokosnüsse. Wir müssen dann bald schon mal das erste Lager bauen, weil unser Inventar fast voll ist. Ah, dann hauen wir jetzt erstmal hier die Palmblätter kaputt. Den Baum kaputt meine ich natürlich. Und allen uns Palmblätter, Mangos haben wir auch noch gekriegt. Und natürlich Holz. Das ist doch eine schöne Sache. Und das Handy klingelt, ist doch auch eine schöne Sache. Weiß gar nicht, ob ihr es hört auf der Aufnahme. Ich hab's mal schnell ausgemacht, tut mir sehr leid. Passiert manchmal. Man kann nicht immer an alles denken. Und zack, und zack, und zack, da haben wir es. Sehr gut, wie viele Bäume haben wir denn noch? Wir haben hier noch eine ganze Menge Blumen, allerdings ist unser Inventar voll. Das heißt, wir können die jetzt aktuell noch nicht abpflanzen. Wir müssen erstmal hier zurück und bauen uns mal unser erstes kleines Lager. Zwei Seile, ach, Inventar ist voll, wir können nicht mal Seile nutzen. Dann essen wir jetzt mal schnell die Melonen. Ne, die Melonen kriegen wir nicht alle. Da würden wir Wasser verschwenden, das ist nicht so geil. Dann esse ich lieber die Mangos. Dass wir uns hier wieder einen Inventarplatz frei machen. Und dann ein kleines Lager. Ich würde sagen, mit einem Dings Abstand bauen wir es dann vielleicht hier hin. Auch hinten dran. So hier, dann haben wir ungefähr denselben Abstand. Also es sieht wieder schön symmetrisch aus. Und wir haben hier schön Platz zum Durchlaufen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Lasst uns das Ding hier mal schön vollpacken. Den Bauplan, den können wir weghauen. Die Kartoffeln können erstmal weg. Den zweiten Bauplan auch. Ich mache gleich mal noch ein bisschen Ordnung, denn ich hasse Unordnung im Inventar. Die Rüben mit weg. Schrott kann, obwohl Schrott können wir erstmal noch behalten. Wir packen die Melonen mal noch mit rein. Dann haben wir jetzt hier erstmal nur die Sachen, die wir größtenteils auch looten. Oder die wir größtenteils brauchen zum Craften, sagen wir es mal so. Und die können wir halt auch alle schön in 20er Stacks übereinander stapeln. Und damit war es das schon. Ist tatsächlich ein sehr, sehr kleines Lager. Wenn man guckt, wie groß die Truhe ist, passt da nicht unbedingt viel rein. Aber wir können es ja nun mal nicht ändern. Hier, die können wir doch hier noch mit draufpacken. Und dann passt das. Lasst uns erstmal wieder vom Floß runter, weil solange wir draufstehen, kommt auch der böse Hai und fängt an dran rumzuknabbern. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Die Blümchen, mit denen können wir dann Farbe herstellen. Ich weiß nicht, ob die noch einen anderen Sinn haben. Ich glaube fast nicht. Also wahrscheinlich dekorationstechnisch könnten wir die noch auf unserem Floß platzieren, damit es etwas hübscher aussieht. Aber ansonsten kenne ich noch keinen weiteren. Was? Wir sind schon wieder voll. Ach, so ein Mist. Dann essen wir jetzt erstmal die zwei Ananas. Damit wir hier wieder einen Platz im Inventar haben.
Und... Nein. Unsere Planken sind sogar voll. Okay, wir müssen erstmal was bauen. Es geht leider nicht anders. Wir dürfen nicht so viel Zeit verschwenden auf der Insel. Weil das ist alles Zeit, in der wir nicht looten. Zumindest nicht so viel, wie wenn wir jetzt hier auf dem Meer wären. Und Zeit ist gerade sehr, sehr wichtig für uns. Und diesmal haben wir ihn sogar kommen sehen. Das heißt, wir kriegen ihn ganz schnell erledigt. Sehr gut. Wir müssen noch fix reparieren. Guck mal, hat eine Planke gereicht und wir waren wieder voll. Ist doch schön. Dann lasst uns jetzt erstmal hier ein bisschen davon verschwenden. Wir haben kaum Kunststoff. Und der Speer ist fast kaputt, aber der Speer braucht keinen Kunststoff. Haken lebt noch soweit, aber wir müssen uns ein Paddel bauen, glaube ich. Und wir kommen wahrscheinlich auch ohne Paddel hier weg, aber ich möchte es nicht riskieren. Beim besten Willen, nee, möchte ich nicht riskieren. Am Ende hängen wir hier an der Ecke fest, kommen hier nicht mehr raus und können uns kein Paddel bauen, weil wir keinen Kunststoff mehr haben. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. So, dann haben wir das. Das passt, also machen wir jetzt hier... Ja, was macht man hier? Ich würde sagen, hier hinten bauen wir keine Tür ein, weil wir haben eine Viererbreite. Und dann wird es wieder unsymmetrisch oder asymmetrisch. Ja, Asis. Nö, lass mal. Gut, dann haben wir jetzt wieder einen Inventarplatz frei. Sprich, wir machen schnell hier hoch, holen uns noch den Rest. Ist denn das Paket noch da, was hier runtergefallen ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Ohne Ananas. Mist, jetzt sind wir wieder belegt. Müssen wir die Ananas noch schnell verputzen? Aber ich glaube, das Paket ist weg. Jo, leider. Die gehen dann nach der Zeit einfach weg. Ist mir schon des Öfteren aufgefallen. Und da haben wir's. Damit sind wir ja soweit durch. Wir haben hier an der Insel auch immer noch andere Sachen mit Unterwasser liegen, die wir uns noch greifen können. Da unten zum Beispiel. Müssen wir uns mal schnell holen. Da haben wir einmal Kupfer. Sehr geil. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es Sand gibt. Das müssen wir noch holen für gewisse Sachen. Ich weiß aber noch nicht für was. Eventuell Glas oder so, aber dann bräuchten wir auch eine Schmelze. Aber ich glaube, Eisenschmelze und sowas gibt es auch noch. Aber ich möchte hier keinen Mist erzählen. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Okay, wir sind auf jeden Fall durch mit der guten Insel. Würde ich zumindest behaupten. Ja, sieht gut aus. Dann nehmen wir jetzt einmal hier den Anker wieder raus. Na, entfernt doch. Ja, entfernt es nicht. Warum nicht? Muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. So. Jetzt aber. Da sind mir ein bisschen die Oberschenkel gerade eingeschlafen. Das macht sich nicht so gut beim Let's Playen. Also generell nicht so gut. Vor allem, wenn man dann noch 20 Minuten aufnimmt und dann erst aufsteht, dann... die ersten Schritte. Jeder kennt's. Das ist immer sehr, sehr ekelhaft. Von daher lieber jetzt mal kurz rumgerutscht. Und dafür nachher keine Probleme beim Aufstehen. Was baut man jetzt Schönes? Wir brauchen halt unbedingt Kunststoff, ne? Aber ich sehe hier, mal doch, hier haben wir Kunststoff. Schnell ran damit. Ich finde es schade, dass das Ding nur einen Kunststoff gibt. Weil diese kleinen Kanister, die geben auch einen Kunststoff. Und ich finde, das sieht viel größer aus. Da könnte man auch mal Zweier draus machen. Ja. Wir holen uns jetzt noch so viel Kunststoff, dass wir das Fundament hier weiter ausbauen können. Ach shit, nee, haben wir noch geschafft, okay. Und das Holz noch? Jawohl. Nehmen wir uns auch. Können wir das hier durchgreifen? Nee, ne? Dann warten wir hier drauf. Komm rüber. Das sind nämlich immer gleich drei Blätter. Ist ja soweit eine ganz schöne Sache. Okay. Mensch, Essen und Trinken sieht richtig gut aus. Wir haben hier sogar noch einen... Ne, noch nicht gegrillt, aber... Wir lassen ihn gleich grillen. Trinken noch einen Schluck. Aber ja, sieht wirklich verdammt gut aus. Dann können wir uns den Fisch gleich noch reinhauen. Dann sind wir auch wieder fast voll.
So kann es doch auf jeden Fall weitergehen. Wir bauen jetzt gleich noch weiter Fundament. Ich hole mir das Kunststoff hier noch. Und die Blätter natürlich. Ah, nein. 3 Blätter weggeworfen. Ich finde das echt schade, dass der die dann einfach wegwirft. Da hinten kommt ein Fass. Da würde ich schon mal ganz gerne wieder Platz im Inventar haben. Hi? Wo? Ach, du Penner. 1, 2 und Speer ist kaputt. Nein. Können wir mit der Axt hauen? Ach Mist, jetzt haben wir auch noch eins verloren. Und hier liegt ein Palmblatt, okay? Dann bauen wir wieder eins. Schade, der Speer war in dem Moment kaputt. Das war etwas ärgerlich. Hier noch eins. Und hier. Wir brauchen echt unbedingt Kunststoff. Hoffentlich ist hier etwas Kunststoff im Fass. Bitte, bitte, bitte. Ja, ein Kunststoff. Hätte besser laufen können. Nein. Her damit. Das gute Plastik ist Mangelware im Meer. Wer hätte das mal gedacht? Obwohl es auch mehr als genug ist, also was hier rumtreibt. Ja, okay. Wir brauchen dann auch noch ein kleines Lager, aber alles kostet Plastik. Mensch, das ist gar nicht mal so easy, hier ordentlich zu haushalten. Was machen wir denn jetzt? Wir bauen jetzt erstmal noch ein kleines Lager. Und wir brauchen dann auch dringend ein... Oh, das kostet 8 Kunststoff. Nee, das kann ich nicht ausgeben. Beim besten Willen nicht, weil wir brauchen auch einen Speer unbedingt. Der kostet... Ach, wir haben keinen Platz mehr. Können wir denn hier noch etwas übereinander legen? Lasst mich mal kurz gucken, aber sieht nicht so wirklich danach aus, ne? Ganz ehrlich, dann hau ich die Blume jetzt weg. Weg mit der Blume. Und weg mit der Blume. Davon werden wir noch genügend finden. Wir müssen uns jetzt doch erstmal aufs Wesentliche konzentrieren. Das ist auch ein Grund, warum es nicht unbedingt förderlich ist, gleich am Anfang auf die Inseln zu gehen, weil man da halt diese ganzen Blumen findet und das extremst viel, na, Inventarplatz wegnimmt. Die ganzen verschiedenen Farben von den Dingern. Und die Lager halt einfach schweineteuer sind, was die Rohstoffe dafür angeht. Obwohl da kaum was reinpasst. Also es braucht schon fast mehr Rohstoffe, als wir dann drin lagern können, ne? Okay, hier waren 3 Kunststoff drin. Sehr gut. Das Spiel hat uns erhört. Hat mitbekommen, dass wir langsam mal was davon gebrauchen könnten. Wir müssen uns öfter beschweren, dann klappt das auch besser. Huch. Plastikhaken bauen wir uns dann gleich noch. Aktuell geht da ja noch. Ein Speer hatten wir uns... Ach nein, wollten wir uns bauen und dann hat es ja die Seile weggeworfen, ne? Genau. Dann müssen wir mal ganz schnell den Speer noch bauen. Und wir packen uns den hier vorne hin. Wenn der gute Hai kommt, dass wir auch reagieren können. So, das Fass nehme ich noch mit und dann bauen wir erstmal noch ein bisschen weiter, damit wir hier etwas an Materialien loswerden. Komm schon, komm her. Ja, und nichts wegwerfen bitte. Sehr gut, hat nichts weggeworfen. Oh, und noch mehr Kunststoff. Ich kann es einfach nicht liegen lassen. Ich möchte die ganze Zeit bauen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Hier. Hier. Hier, hier und hier. Dann haben wir es doch. Müsste passen. Jetzt könnten wir eigentlich mit der Umrandung, ja, kriegen wir zu Ende. Sehr gut. Geil, hier kommen noch 2 Fässer. Ach, ich bin extra ein Stück weiter hintergelaufen, damit wir das, was wir fallen lassen, auf dem Floß verlieren. Und da war der Haken kaputt. Das heißt, wir können die Rübe wieder nehmen und wir essen die jetzt einfach mal. Damit wir hier wieder Platz kriegen. Dann hauen wir uns den Fisch noch rein. Und was zu trinken wäre auch noch... Ach Mist, hatten wir noch gar nicht platziert. Okay, wir bauen jetzt weiter. Wir haben es endlich geschafft, das Fundament so weit zu bauen. Wir haben gesagt, hier machen wir zu. Wir machen nur an den Seiteneingängen. Oder Eingänge rein, Seiteneingänge. 1, 2. 1, 2. Und hier kommt eine Tür rein. Da brauchen wir noch Nägel. Und zwar 3 Stück. Wir stellen
mit 2 Schrott gleich 3 her, also machen wir das 2-mal. Einmal hier und einmal hier. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr, sehr geil, das freut mich doch. Wir haben unsere Umrandung fertig. Dann können wir jetzt gleich schon mal die Anbaufläche bauen. Wir brauchen aber natürlich noch ein Dach, sonst kommt die böse Möwe und klaut uns. Nein. Mach auf, wo ist er? 1, 2, 3. Okay, wir haben es geschafft. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Aber wir haben es geschafft. Dachte eigentlich, wir sind zu spät. Oh, wir haben keinen Haken mehr. Dann krallen wir uns hier nochmal Kunststoff. Da hinten kam noch ein Fass. Nehmen wir natürlich auch gleich noch mit. Komm, gib her. Komm schon. Jawohl. Und dann gucken wir mal, was wir benötigen, um ein Dach zu bauen. Hoffentlich kostet es nicht wieder so viel Kunststoff. Mir reicht auch ein Holzdach. Oh, hier ist eins weg. Es muss natürlich noch hin. Und Tür zu. Perfekto. Dann trinken wir jetzt noch einen Schluck. Und nochmal gleich eine Ladung nach. Dann haben wir hier auch ein Feuerchen an. Dann wird es hier etwas heller. Und grillen können wir gerade nicht viel. Okay, also gucken wir mal nach einem Dach. Holzdach. Kostet nur 4 Planken. Aber kann ich nicht... Hä? Ich habe wohl keine 4 Planken mehr. Mir jetzt so viel Holz verschwendet. Ja, Mist. Ich dachte, wir haben so viel Holz. Okay, haben wir anscheinend doch nicht. Na gut, dann müssen wir erstmal warten. Sonst können wir uns kein Dach bauen. Dann sollten wir eventuell nochmal angeln. Oh, Kunststoff. Her damit. Um uns noch ein bisschen mehr Nahrung ranzuholen. Denn wir haben gerade nur noch Früchte im Lager. Und ich hätte mal wieder Lust auf Fisch. Haben wir? Und noch einmal gleich. Ich hole uns jetzt mal 3, 4 Fische und dann können wir die ja in Ruhe grillen. Dass wir wieder einigermaßen voll sind. Holzplanke nehmen wir mit. Oh, hier drüben. Schnell, schnell, schnell. Und nebenbei noch ein Fisch geangelt. Wir sind so multitaskingfähig. Was habe ich denn jetzt weggeworfen? Ah, ich konnte es leider nicht so schnell lesen, wie es da stand. Ach, wir bauen jetzt erstmal ein Lager. Oh, oh. Wellengang. Nicht so geil. Hier haben wir es. Kleines Lager, 2 Seile und wir haben schon wieder keinen Platz mehr für Seile. Ach Mist. Dann hauen wir jetzt mal ganz kurz das hier weg. Die guten Melonsamen. Ich sammle sie gleich wieder ein. Kleines Lager herstellen. Perfekt. Und das setzen wir hier daneben. Und dann... Ah, und da hat es uns gerade die Melonsamen weggespült. Ach, ist das schön. Naja, wir können es nicht ändern. Lasst uns schnell einen Fisch hier draufhauen. Und dann packen wir jetzt erstmal hier die ganzen Samen weg. Oh, und dann haben wir wieder ein schön leeres Inventar. Das wird schön. Kupfer kann erstmal weg. Und die anderen Samen können noch weg. Und dann haben wir hier wieder... Ah, die Blumen hätte ich gern noch weggehabt, aber egal. Ist der Hai da? Nö, glaub nicht. Also wir können den Fisch auch roh essen, aber dann bringt es bei weitem nicht so viel, wie wenn der gegrillt ist. Und das möchte ich jetzt nicht unbedingt verschwenden. Deswegen grillen wir immer schön alles. Ist auch besser für den Magen zum Verdauen. Und gerade hier mehr weiß man ja nie, ob hier die kleine Corona mitschwimmt. Ein Fass, jawohl, das haben wir. Und da war gut was drin an Kunststoff und Planken. Wie sieht es denn holztechnisch aus? 8 Stück gerade mal. Also wir müssen tatsächlich jetzt wieder mehr auf Holz gehen. Und dann schaffen wir es doch auf jeden Fall zeitnah, uns hier ein Dach zu bauen. Und dann fangen wir schön an mit Anbauen. Natürlich nur legale Sachen. Nicht das, was ihr schon wieder denkt. Obwohl, wir sind mitten auf dem Ozean an sich.
müsste es eine gesetzfreie Zone sein, könnten wir also auch andere Sachen anbauen, aber was bringt uns das hier schon auf dem Meer? Wir wollen ja überleben. Und ich glaube, unseren Hunger oder Durst wird das nicht so wirklich stillen. Okay, wir brauchen wieder Plankton. Wir brauchen wieder Wasser. Achso, wir verbrauchen natürlich auch hier die ganze Zeit Plankton. Da hatte ich jetzt... Oh, war der Haider? Haider? Ja, ich glaube, der ist da. Wo ist er denn? Ach. Mist. So ein Sack. Wieder eine Planke verbraucht. Alles nicht so schön. Also wir müssen jetzt wirklich hier mehr auf Holz gehen. Ich sammle jetzt erstmal nur Holz ein. Gibt's hier Holz? Hier gibt's Holz. Her damit. Und hier nochmal her damit. Jawohl. Ja, also ich schneide hier nichts raus, was Looten oder sonstiges angeht. Natürlich wird's vielleicht mal etappenweise etwas langweiliger, weil wir uns um Rohstoffe kümmern müssen. Aber wenn, dann nehme ich es schon so komplett auf, wie es ist. Und fange nicht an, hier drin herumzuschneiden. Nur damit es dann am Ende vielleicht ein bisschen spannender ist und Loote dann immer offline und dass wir dann nur bauen können oder so. Nö. Ich will euch natürlich das Spiel auch genauso wiedergeben, wie es ist. Und zu jedem Spiel gehören nun mal auch, gerade bei Survival Games, auch mal Stellen mit rein, die halt nicht ganz so prickelnd sind. Aber das gehört dazu. Ah, dann sieht man wenigstens, also dann freut man sich umso mehr, wenn man etwas bauen kann, weil man einfach auch genau weiß, wie viel Arbeit dahinter gesteckt hat. Und es ist ja auch ein Let's Play und kein Let's Show. Und die zweite noch? Kriegt man die hier noch? Nee, ne? Nee. Leider nicht. Unsere Angel geht bald kaputt. Müssen wir auch ein Auge drauf haben. Na, ich hätte gar keinen Haken gebraucht für das Fass. Ich habe nicht mal getroffen. Das kriege ich, nee, krieg ich nicht von hier. Na, dann nehmen wir es uns so. Waren wieder zwei Planken drin. Sehr gut. Hier noch eine Planke mit dran. Und dann hoffe ich doch, dass hier bald mal wieder die Sonne aufgeht. So langsam geht mir die Dunkelheit etwas auf den Keks. Ach, Mist. Jetzt haben wir's. Wie sieht's denn aus? 18 Holz. Immer noch nicht genug. Bei weitem noch nicht genug. Brauchen bestimmt 100 Stück oder so fürs Dach. Weiß gar nicht, wie viele. Müssen wir uns dann mal durchrechnen. Ach. Ich lass das. Haben wir nicht getroffen? Sah so knapp aus. Schade. Komm her. Und du auch. Und da haben wir noch ein Fass und hier drüben noch eine Planke. Und die Sonne geht wieder auf. Jetzt könnte eine Melodie einsetzen. Das wäre doch schön. Zum Sonnenaufgang. Nö. Dann nehmen wir das Fass, wenn das Ding nicht will. Ich bin aber auch schon wieder hier richtig treffsicher heute unterwegs. Jetzt haben wir es. Und nur eine Planke drin gewesen. Naja. Dann schnappen wir uns das Ding noch und die Truhe hier drüben. Und ich habe schon wieder Truhe gesagt, obwohl es ein Fass ist. Ich weiß gar nicht warum. Drei Palmblätter und eine Planke. Na super. Mit Palmblättern kann ich mich aktuell bewerfen. Glaube ich zumindest. Da haben wir noch ein Fass. Das holen wir uns noch. Und wir müssen zeitnah was essen. Hatten wir noch was auf dem Grill? Ja. Hatten wir, dann tauschen wir das doch einmal und essen das. So, her damit. Nehmen wir gleich noch die Holzplanke mit. Sehr, sehr schön. Es läuft richtig gut. Und es läuft den Oberschenkel hinunter, weil ich ganz schön dringend auf Toilette muss. Mhm. Aber wir haben es sowieso gleich geschafft. Da ist die halbe Stunde voll und dann müssen wir sowieso erstmal ein Päuschen machen. Also alles gut. Lasst uns hier das Fass noch holen. Und dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Folge richtig schön unser Dach aus. Ui, hier war viel drin. Kartoffel, Rübe, Kunststoff, Schrott. Von allem was dabei. Ja, da bauen wir in der nächsten Folge uns ein schönes Dach oben. Und wenn wir damit fertig werden sollten, können wir dann endlich anfangen mit Gemüseanbau. Da müssen wir nicht die ganze Zeit nur Fisch essen. Ist zwar gut für die Omega-3-Fettsäuren.
aber nur Fisch. Das ist natürlich auch nicht so pralle, ne? Dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut.